WDR 3 Konzertplayer. Herzlich willkommen zum Internationalen Musikfest Hamburg, bei dem Sie gleich eine deutsche Erstaufführung mit dem NDR Elbphilharmonieorchester erleben werden. Mein Name ist Eva Schramm. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer von WDR 3 und auch all diejenigen, die uns in Rumänien, Portugal, Lettland, Italien und den Niederlanden zugeschaltet sind. Zwei außergewöhnliche Werke stehen im Mittelpunkt des Konzerts heute. Zuerst hören Sie unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen das dritte Klavierkonzert des finnischen Komponisten Magnus Lindberg, ein Auftragswerk unter anderem des NDR, das im vergangenen Herbst in den USA uraufgeführt wurde. Und nach der Pause steht Bruckners sechste Sinfonie auf dem Programm. Sein drittes Klavierkonzert hat Magnus Lindberg der chinesischen Pianistin Yucha Wang in die Finger geschrieben. Sie spielte die Uraufführung in San Francisco und sie sollte auch heute diese deutsche Erstaufführung in Hamburg spielen. Aber leider ist sie erkrankt. Für sie springt nun Tamara Stefanovic ein. Sie hat sich dieses Klavierkonzert innerhalb einer Woche erarbeitet. Eine immense Leistung. Sie werden gleich hören, warum. Es ist ein energiegeladenes, dreisätziges Konzert, das mit schnellen Läufen und waghalsigen Sprüngen an die großen virtuosen Konzerte des ausgehenden 19. Jahrhunderts erinnert. Mit Tamara Stefanovic werden wir nachher auch in der Pause sprechen über diesen besonderen Einspringer beim Internationalen Musikfest Hamburg. Magnus Lindberg, der Komponist dieses Klavierkonzerts, ist heute auch anwesend hier in der Elbphilharmonie. Er ist 64 Jahre alt, lebt abwechselnd in Finnland und Portugal, ist gut mit Esa-Pekka Salonen befreundet, der dieses Konzert heute dirigiert und seit der vergangenen Saison in der Elbphilharmonie sowieso ein- und ausgeht. Die Elbphilharmonie widmet dem finnischen Musiker nämlich eine Residenz über gleich zwei Spielzeiten hinweg. Und da betritt er zusammen mit der Pianistin Tamara Stefanovic die Bühne, begrüßt Konzertmeister Stefan Wagner. Vorhang auf für das dritte Klavierkonzert von Magnus Lindberg. Thank you.
Das war die deutsche Erstaufführung des dritten Klavierkonzerts von Magnus Lindberg mit dem NDR Elbphilharmonie-Orchester unter Leitung von Esa-Pekka Salonen und der serbischen Pianistin Tamara Stefanovic. Sie und Esa-Pekka Salonen haben sich nach dem Schlussakkord in den Armen gelegen, hier in der Elbphilharmonie in Hamburg beim Internationalen Musikfest. Tamara Stefanovic, in knapp einer Woche hat sie sich dieses Klavierkonzert drauf geschafft, eingesprungen für die Chinesin Yuja Wang. Und jetzt betritt auch der Komponist dieses Stückes, der Finne Magnus Lindberg, die Bühne, umarmt Tamara Stefanovic für diese großartige Leistung, dieses Stück heute hier zu spielen. Ja, großgriffige Akkorde, virtuose Läufe, hat durchaus an die großen Klavierkonzerte zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnert. Und Tamara Stefanovic, die hier zusammen mit Magnus Lindberg und Esa-Pekka Salonen den Applaus des Publikums hier in der Elbphilharmonie entgegennimmt. Ja, sie sah locker aus, gar nicht angespannt, also schon sehr konzentriert, aber durchaus locker. Es gab auch viele schöne lyrische Passagen in diesem Konzert, auch impressionistische Anklänge und schön, wie Esa-Pekka Salonen den Dialog zwischen Orchester und Solistin herausgearbeitet hat. Das NDR Elbphilharmonie-Orchester hier übrigens in der deutschen Aufstellung, das heißt Celli und Kontrabässe spielen, sitzen neben den ersten Geigen. Tamara Stefanovic ist überzeugte Europäerin. Das steht genau so in ihrer offiziellen Biografie. Sie wurde zunächst in Belgrad ausgebildet, hat da auch Psychologie und Soziologie studiert, ging dann in die USA und hat auch an der Musikhochschule in Köln studiert. Für ihre Aufnahme mit Bartoks Konzert für zwei Klaviere mit Pierre-Laurent Aimard und dem London Symphony Orchestra wurde sie für einen Grammy nominiert. Und das ist ihr Applaus. Sie verbeugt sich zusammen mit Esa-Pekka Salonen. Und das NDR Elbphilharmonie-Orchester applaudiert. 22 Monate hat sich Magnus Lindberg in diese Komposition vertieft. Während der Corona-Zeit. Er hat selbst mal gesagt, bei diesem Konzert habe er sich von all diesen Ideen befreit, die ihn bei seinen beiden ersten Klavierkonzerten beschäftigt haben, auch von den großen Traditionen. Und das Publikum möchte Tamara Stefanovic und Esa-Pekka Salonen noch einmal auf der Bühne haben. Und da betritt jetzt Tamara Stefanovic in roter, weißer Hose und schwarzer langer Jacke noch einmal die Bühne. Vielleicht spielt sie eine Zugabe. Momentan verbeugt sie sich. Aber vielleicht langt es auch für heute. Nach dieser anstrengenden Woche für sie. Doch, es gibt eine Zugabe. Das einzige Stück, das man noch spielen kann, ist Kurtak Pantomime. Rundfunk wird das absolut lieben. Sie werden sehen, warum. Ja, der Rundfunk hat das geliebt, die Pantomime von Georgi Kurtak. Sie konnten es leider nicht hören, das Stück, aber wir konnten es sehen. Da hat sie pantomimisch ein Klavierstück, eine Zugabe, angedeutet. Mit viel Humor Tamara Stefanovic, die Solistin des heutigen Konzerts hier beim Internationalen Musikfest Hamburg, von dem wir live berichten, hier auf NDR Kultur. Ja, und es nimmt kein Ende. Tamara Stefanovic, Esa-Pekka Salonen und Magnus Lindberg betreten
wieder die Bühne. Magnus Lindberg hat dieses Klavierkonzert übrigens als eine Art Erzählung angelegt, hat er mal selbst erzählt. Er hat eine Tabelle mit verschiedenen Charakteren angelegt. Jeder Charakter hat sein eigenes Tempo, seine eigene Harmonik und die einzelnen Charaktere tauchen immer wieder auf und erzählen ihre eigene Geschichte. So, und jetzt scheint es Richtung Pause zu gehen. Jawohl, das Orchester steht auf, das NDR Elbphilharmonieorchester, und das Publikum geht jetzt Richtung Sekt. Ja, oder auch mal raus auf die Plaza. Da gibt es heute einiges zu sehen, denn es ist ja Hafengeburtstag. Viel los hier im Hafen in Hamburg natürlich. Nach der Pause erklingt hier in der Elbphilharmonie dann Bruckners 6. Sinfonie. Sie hören hier auf NDR Kultur bis dahin ein Porträt über den Dirigenten Esa-Pekka Salonen. Außerdem kommt Tamara Stefanovic zu mir jetzt gleich ins Studio, wenn sie ein bisschen verschnauft hat. Und jetzt stellt Ihnen mein NDR Kulturkollege Stefan Sturm den Komponisten Magnus Lindberg noch ein bisschen ausführlicher vor. Er hat ihn nämlich in dieser Woche in Hamburg am Rande der Proben getroffen. Magnus Lindberg, Ihr drittes Klavierkonzert haben Sie der Pianistin Yucha Wang gewidmet, die Sie bei einem Konzert mit Alan Gilbert und dem NDR Elbphilharmonieorchester 2019 in Hamburg kennengelernt haben. Wie sind Sie dann vorgegangen? Wie viel Yucha Wang steckt in diesem Klavierkonzert? I wanted to tailor the piece according to Yucha, her technique, which is so specific, so... Ich wollte das Werk auf Yujas herausragende Klaviertechnik zuschneiden, die so virtuos und unglaublich akkurat ist. Obwohl sie so kleine Hände hat, sind die gewaltigen Akkorde, die sie in den Klavierkonzerten von Prokofjew und Rachmaninow zu greifen hat, für sie kein Problem. Sie bricht sie einfach und es klingt wunderbar. Ich wollte in meinem Stück ihre Künstlerpersönlichkeit darstellen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich einem Künstler zu nähern, und das ist meine Art. Wenn man ein Orchesterstück komponiert, und ich liebe Orchesterstücke zu schreiben, dann schreibt man für einen anonymen Klangkörper. Das ist ein abstrakter Prozess. Doch bei meinem Klavierkonzert für Yucha ist das etwas ganz anderes. Es ist ein personalisiertes Werk, wenn man individuell für einen oder mehrere Solisten schreibt. Ein Werk, das sich ganz individuell der Spieltechnik von Yucha Wang nähert, deren Virtuosität Sie gerade angesprochen haben. Ist das Stück für andere Pianistinnen und Pianisten dann überhaupt noch spielbar? Ich habe schon einige Konzerte geschrieben und bemühe mich immer, die richtige Balance zu finden. Es geht nicht darum, ein Werk spieltechnisch möglichst leicht oder möglichst schwer zu schreiben. Die Spieltechnik muss einen Sinn ergeben. Ich bin selbst ein Pianist und somit mit den Möglichkeiten des Klaviers vertraut. Dieses Wissen über ein Instrument fehlt mir, wenn ich für Violine, Cello oder Klarinette schreibe. Hier brauche ich eine Beratung. Im vergangenen Oktober wurde Ihr neues Werk mit Yucha Wang als Solistin in den USA uraufgeführt. Sie waren dabei. Wie ist die Premiere gelaufen? This has been wonderful this season because finally. Es war großartig, dass die Uraufführung in dieser Spielzeit stattfinden konnte, nachdem Beijing abgesagt werden musste. Ich bin sehr glücklich, dass mein langjähriger Freund Esa-Pekka Salonen die Premiere in San Francisco dirigiert hat. Das Lustige ist, dass ich nach Uraufführungen heutzutage mehr Sachen an meinen Werken ändere als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren. Und Esa-Pekka ist ein guter Ratgeber. Jetzt ist es das 5. Mal, dass wir mein neues Klavierkonzert aufführen. Und die Umstände haben dazu geführt, dass nun eine neue Solistin das Werk interpretiert. Eine mega Herausforderung für Tamara. Sie hatte nur wenige Tage für die Vorbereitung. Ich habe sie in der ersten Probe gehört und war überwältigt, wie gut es geklappt hat. Eine große Freude.
Der finnische Komponist Magnus Lindberg, mein NDR-Kulturkollege Stefan Sturm, hat ihn getroffen. Und ich freue mich jetzt über Besuch. Die Pianistin Tamara Stefanovic ist bei mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Frau Stefanovic. Danke, vielmals. Was für ein Ritt. Und toll, dass Sie jetzt auch so schnell ins Studio, war ja nur eine kurze Verschnaufpause. Ja, ganz kurz. Wann hat denn bei Ihnen das Handy geklingelt mit der Frage, ob Sie für Yuja Wang einspringen, für dieses Klavierkonzert? Das war am Freitag um Mitternacht, aber da war ich in einem Abendessen mit sehr viel Wein. Und ich war wirklich sehr enthusiastisch, weil ich dachte, das ist ein Komponist, den ich gerne auch spielen werde. Aber Wein hat entschieden und dann am nächsten Tag kamen tatsächlich erst die Noten. Das heißt, vor der ersten Probe hatte ich 4 Tage. Ja. Irre. Und der gute Rotwein hat ein bisschen mitentschieden, dass Sie spontan zugesagt Diesmal haben. Diesmal ja. Und wie sind Sie dann da vorgegangen? Haben Sie es von vorne bis hinten durchgespielt oder wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal schaut man, was ist das für ein Komponist? Ist das ein jemand, der Architektur liebt oder will er viel erzählen? Also in diesem Falle wirklich ja. Das ist dann kein minimalistisches, sondern ein maximalistisches Konzert. Das heißt, da muss man gut proportionieren. Nicht, dass es wie eine Bewältigung ist, sondern dass es wirklich eine große Reise und eine große Vision ist. Mhm. Und dann, ja, Sitzfleisch halt. Und sind Sie dann auch schon früh in Kontakt mit Magnus Lindberg getreten oder war das dann erst hier in Hamburg? Das war tatsächlich erst in Hamburg, aber ich habe mit Esther Becker, die sind befreundet seit Jugendjahren, erstmal eine Klavierprobe, später am Dienstag, das heißt 3,5 Tage später. Und da war schon ziemlich klar. Also das ist ein Stil, der sich wirklich nicht versteckt. Es geht immer nach vorne, es ist sehr gesund, es ist sehr gut geschrieben für Klavier und ja, es ging dann wirklich nur dieser Enthusiasmus und Leidenschaft in Arbeitstempo zu übersetzen. Und es ist Ihnen ja großartig geglückt. Das Publikum wollte Sie ja gar nicht mehr loslassen. Übrigens auch eine sehr schöne Zugabe für den Rundfunk tatsächlich. Ja, man sollte sich nicht zu seriös nehmen, ja. Hilft es Ihnen auch bei diesem Stück, dass Sie sich natürlich sehr viel mit zeitgenössischer Musik beschäftigen, auch eng zum Beispiel mit Hans Abrahamsen zusammenarbeiten? Hilft das in dem Moment oder eigentlich nicht? Ich glaube, es hilft, wenn man einen großen Appetit hat für viele Stile und das habe ich. Also das, ich glaube, ist ein bisschen schade, dass heute die Interpreten wichtiger sind als die Komponisten. Deswegen, ich versuche so viele Komponisten wie möglich kennenzulernen und meine Auswahl zu machen. Aber es geht nicht darum, dass ich als Star auf die Bühne gehe und mich präsentiere, sondern die Werke. Das ist mein Anliegen. Entspannt zurücklehnen ist jetzt auch nicht angesagt. Am Sonntag spielen Sie dieses Konzert noch einmal im großen Saal. Und morgen um 17 Uhr, da geben Sie auch im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg im kleinen Saal der Elbphilharmonie ein Rezital mit einem Sonatenmarathon. Auch das noch, mit einem Marathon. Was haben Sie da vor? Das sind 20 Sonaten von Barock und 20. Jahrhundert, weil ich finde, dass die Klassik und Romantik ein bisschen überrepräsentiert ist. Mhm. Und das ist eine Art von Wahlverwandtschaften zwischen Barock und unserer Zeit. Und welche Komponisten werden Sie da alle spielen? Also von Bach bis Ustfolskaja über Bartok und Hindemith und Eisler, was man auch sehr wenig hört. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man ein bisschen mehr forscht und dass man ein bisschen mehr experimentiert mit Repertoire. Macht wahrscheinlich dann auch viel Spaß, das auszugraben, zusammenzustellen. Absolut, darum geht es, dass man diesen Appetit, das man hat für Musik, dann auch weitergibt. Und nächste Woche können Sie sich dann ein bisschen erholen oder geht es gerade so weiter? Also vor allem freue ich mich auf meinen Sohn Arthur, der auch zugehört hat und vielleicht auch dieses Interview hört. Hallo Arthur, du solltest jetzt noch nicht in Bett gehen, aber bald. Und das ist die größte Motivation, wenn man ein Kind hat, dass man, es gibt keine Prioritäten außer mit dem Kind, die Zeit zu verbringen und dann mit Musik auch. Ja. Der ist jetzt sicher sehr, sehr stolz, Arthur. Sie haben ja auch mal, habe ich gelesen, Psychologie studiert. Hilft das in Ihrem Beruf jetzt? Ich finde, alles hilft. Also die Soziologie auch. Mhm. Das hat mich sehr beschäftigt, weil ich glaube, unsere Zeit am Instrument ist so
eng mit diesem sportlichen Teil, dass man sich wirklich spezialisiert und eng spezialisiert. Aber ich finde, dass ein Künstler muss so vieles auch verstehen, warum ein Werk überhaupt entstanden ist und wie man das kommuniziert. Und selbstverständlich alles hilft. Also wenn man sich wirklich offen hält und die Ohren und Augen nicht verschließt und sich nicht schützt vom Leben, das finde ich sehr wichtig. In Ihrer Biografie steht, Sie sind überzeugte Europäerin. Wo leben Sie momentan? Ich bin in Berlin. Ich versuche immer nicht zu sagen, woher ich komme. Ich bin von einem Land, das es nicht mehr gibt, aus Jugoslawien. Und deswegen finde ich, dass es wichtig, dass man diese Zusammengehörigkeit in ein bisschen größeren Maßen findet und nicht, dass man sich immer verschließt in diese nationale Identität. Tamara Stefanovic, herzlichen Dank und weiterhin eine schöne Zeit und viel Erfolg in Hamburg. Danke vielmals. Und jetzt wollen wir eine weitere Hauptperson dieses heutigen Konzertabends vorstellen, den Dirigenten Esa-Pekka Salonen. Er wird gleich nach der Pause Bruckners 6. Sinfonie dirigieren. Stefan Sturm hat sich mit ihm unterhalten. Esa-Pekka Salonen. Seit Wochen fiebert man der deutschen Erstaufführung des neuen Klavierkonzerts von Magnus Lindberg entgegen. Ein Werk, das seit vergangenen Oktober bereits 4-mal aufgeführt wurde. Doch die letzten Tage waren dann doch noch mal sehr aufregend. Well, I feel very lucky in the sense that we found a soloist who jumped in. Ich bin überglücklich, dass wir einen Ersatz für die erkrankte Yuja Wang gefunden haben. Die Absage hat uns erst vor wenigen Tagen erreicht. Dass Tamara Stefanovic sich bereit erklärt hat, dieses große und überaus komplizierte Klavierkonzert in so kurzer Zeit zu lernen, das ist fantastisch. Sie spielt es auf höchstem Niveau. Am vergangenen Wochenende dachte ich noch, sie werden niemanden finden, der das Stück in so kurzer Zeit lernen und spielen kann. Doch sie hat es geschafft. On such a short notice, but she did. War es denn hier in Hamburg das erste Aufeinandertreffen von Tamara Stefanovic und Ihnen? We have worked together a few times in the past. I have known her for a long time. Wir haben schon das eine oder andere Mal zusammengearbeitet. Ich kenne Tamara bereits seit einigen Jahren. Sie gehört zu den ganz wichtigen Pianisten ihrer Generation. Nicht nur wegen ihrer herausragenden Klaviertechnik, sondern auch, weil sie so absolut gierig auf zeitgenössische Musik ist. Ich glaube, sie hat rund 60 neue Klavierkonzerte gespielt und einige davon auch uraufgeführt. Manche sind anschließend in Vergessenheit geraten. Das passiert hin und wieder mit neuer Musik. Doch einige Werke haben es ins Konzertrepertoire der großen Orchester geschafft. Und das ist auch Tamaras Verdienst. Herausragende Aufführungen sind absolut wichtig für neue Werke. Magnus Lindberg hat ja sein neues Klavierkonzert für Yuja Wang geschrieben. Sie selbst sind nicht nur Dirigent, sondern auch Komponist. Als Fachmann, wie würden Sie Lindbergs Werk einordnen? Es ist ein wirklich reiches und komplexes Werk. Komplex nicht in dem Sinne, dass es schwierig anzuhören ist. Komplex wegen der vielen Elemente, die Magnus verwendet. Da gibt es viel Neues in dieser Musik zu entdecken. Er hat unglaubliche Ideen hineingebracht. Das Ganze wird zu einem elektrisierenden Erlebnis. Magnus ist einer der Komponisten, der sich der Tradition der Musik sehr bewusst ist und diese Musik auch sehr mag. Während andere Komponisten mit der Tradition bewusst brechen, steht Magnus für eine kontinuierliche Entwicklung. Deshalb können wir in seinem neuen Klavierkonzert hier und da Passagen hören, die nach Rachmaninow oder Prokofjew klingen. Manchmal glaubt man, Ravel oder Debussy zu entdecken, manchmal auch Chopin. Es zeigt seinen Blick auf die großen Klavierkonzerte vorheriger Komponistengenerationen, wie ein Prisma, das die Tradition der Klavierkonzerte auffächert. Deshalb hören wir hier komplett Neues, aber auch Altes. Das klingt zwar paradox, aber wenn man das Stück hört, weiß man, was ich meine. It sounds very odd when I say it, but when you hear it, you know exactly what I mean. Altes und Neues vereint in einem Konzert, das einer Künstlerin gewidmet ist, die zu den ganz großen Solisten unserer Zeit gehört. Wie viel Yuja Wang steckt in diesem Stück? I think it's a
it's a virtuoso concerto in the sort of way that somebody like Ich denke, dass es mehr ein virtuoses Konzert ist, das darstellen möchte, wie sich Yuja Wang Musik nähert. Yuja ist eine herausragende Interpretin der großen spätromantischen Klavierkonzerte von Rachmaninow oder Prokofjew etwa. Ich glaube, Magnus hat das Konzert Yuja nicht auf den Leib geschrieben, also nicht maßgeschneidert. Er betrachtet durch seine Brille die Musik, die Yuja mag, und wie sie diese Musik, die sie mag, spielt. Es ist kein Abstecher in das Innere von Yuja Wang, sondern vielmehr eine Reise in die Welt von Yuja Wang. Und Sie laden auch zu einer Reise ins 19. Jahrhundert ein, in die Welt des Anton Bruckners. Bruckner bedeutet Ihnen sehr viel. Durch die Musik Bruckners haben Sie bereits in Ihrer Kindheit angefangen, sich für klassische Musik zu interessieren. Nun dirigieren Sie Bruckners Sechste. Was fasziniert Sie an diesem Stück? This symphony has so much beauty in it. I would say the entire second movement. In dieser Sinfonie steckt so viel Schönes. Gerade der zweite Satz ist so unglaublich beeindruckend und schön. Eine solche Pracht und Herrlichkeit. Doch die vielleicht eindrucksvollste Stelle ist im ersten Satz. Dort, wo scheinbar die Reprise beginnt, wenn quasi der Satzanfang wiederholt wird, da führt er uns auf einen Irrweg. Das Thema im Orchestertutti steht in der falschen Tonart, nämlich in S-Dur, statt in der Grundtonart der Sinfonie A-Dur. Doch eine Minute später landet er in der Grundtonart, genau dann, wenn das gesamte Orchester mit voller Energie spielt. Vorher quasi eine Fake-Reprise und kurz danach die wahre. Und wenn diese richtige Reprise erklingt, ist es für mich einer der größten Momente der gesamten Musik.